Ich habe heute ein Abo oder so. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Beim letzten Plenum haben wir einen Antrag zur Kremser Erklärung eingebracht, jenem Dokument, in dem der Landtag sich verpflichtet, zu den bereits vorhandenen und, ich möchte das nochmal betonen, recht zahlreichen und schon recht guten Maßnahmen noch mehr Anstrengungen in Richtung Open Government und Open Data zu leisten. Während der Vorbereitung des vorliegenden Antrags sind wir in unserer Fraktion mehrfach zu der Auffassung gelangt, dass die Landtagspräsidentin eine sehr zukunftsorientierte Frau ist. Denn die Inhalte der Kremser Erklärung, ja, da darf man auch mal klatschen, die gehen in ihren Ausführungen sehr weit und die lassen einen breiten Spielraum auch ohne eigene Initiative im Sinne einer technologisch gewandelten Umgebung mit einzubeziehen. Und das begrüßen wir Piraten ausdrücklich. Die Grundlage für innovatives Handeln sind nicht zuletzt aufgrund der herausragenden Arbeit auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landtags vorhanden. Und auch das wollen wir noch mal ausdrücklich loben. Aber wir haben fast ein Jahr seit Verabschiedung der Kremser Erklärung durch die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschsprachigen Landesparlamente gewartet. Und in der Zeit hat man angefangen, hier weitere Streaming-Angebote zu schaffen. Darüber hinaus ist uns allerdings dann doch zu wenig geschehen oder wir haben zu wenig mitbekommen. Das mag ja auch sein, denn der Stream ist, liebe Kollegen Tönz und Hendricks, nicht alles. Und auch Kollege Wedel hat es ja erwähnt. Die Stellungnahme der Landtagsverwaltung, die Gegenstand im Ausschuss war, sagt zumindest, dass man in Teilen bereits an unseren Forderungen arbeite. Das freut uns natürlich. Aber das zeigt auch, dass es immer jemanden braucht, der eine solche Erklärung nicht nur unterzeichnet, sondern auch von den Grundwerten her mit Leben füllt. Wir werden jetzt gleich in beeindruckender Art und Weise erleben, wie 4 von 5 Fraktionen im Landtag Nordrhein-Westfalen ablehnen werden, was die Landtagspräsidentin im Namen des Landtags unterschrieben hat, nämlich die Kremser Erklärung, also die Forderung auf Grundlage der Kremser Erklärung. Nichtsdestotrotz ruft die Piratenfraktion dazu auf, dass man sich als Zivilgesellschaft, nicht Gesellschaft, sondern das Wort ist Zivilgesellschaft, in ähnlicher Art und Weise wie bereits zur Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft im Bundestag einbringt. Denn dort wurde die Forderung nach Beteiligung vernommen, wie man selbst auf der Seite der Enquete nachlesen kann. Und das wurde auch fraktionsübergreifend am Ende mit Sachverständigen gearbeitet. Diese Souveränität im Umgang mit Bürgerbeteiligung, die würden wir uns hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen auch wünschen. Denn allein die Abstimmung wird gleich zeigen, welche große Diskrepanz liegt zwischen dem eigenen formulierten Anspruch, beispielsweise mit dem Antrag Drucksache 16811, modernes Regieren im digitalen Zeitalter, und dem, was letztlich hier im Parlament tatsächlich praktiziert wird. Da kann ich nur sagen, lieber Adhocracy e.V., Mehr Demokratie e.V. und all die anderen, hier mein dringender Appell, bringt euch hier im Landtag genauso ein wie auf Bundesebene, denn Bürgerbeteiligung, das kann nicht von der Politik von oben verordnet werden, sondern Bürgerbeteiligung lebt davon, dass Bürgerinnen und Bürger sich aktiv in Prozesse mit einbringen. Ich werbe hier nochmal nachdrücklich, diesem Antrag zuzustimmen. Ich weiß, es hat keinen Sinn, aber es wäre ein klares und eindeutiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dass sie mehr sind als die puren Stimmen bei der Landtagswahl, sondern dass man ihnen auch danach noch die Möglichkeit einräumt, in der laufenden Wahlperiode bei der Meinungsfindung zu bestimmten Themen mitzuarbeiten. Die Verfassungskommission kann da nur ein Anfang sein. Wir Piraten werden uns der Weiterentwicklung der parlamentarischen Arbeit auf Basis der Kremser Erklärung widmen. Und wir hören nicht damit auf. Und wir sind gerne bereit, in den konkreten Dialog mit der Landtagsverwaltung und auch den anderen Fraktionen immer wieder zu treten. Nur eins ist auch klar. Versteckt sich jemand hinter dem Rücken politischer Mehrheiten, um zwar in der Öffentlichkeit tolle Dokumente zu propagieren, aber am Ende die Arbeit nicht durchzuführen, dann werden wir selbstverständlich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und damit wir jetzt nicht über den Unterschied zwischen API und Suchmaske hier überhaupt reden müssen, was ich, glaube ich, der Kollege Oleak fragen wollte, kann ich schon abschließen mit den Worten, liebe Frau Präsidentin, als ersten Schritt und nach den Erkenntnissen der Beratung im Hauptausschuss fangen wir jetzt mal direkt damit an. Ich möchte Ihnen gerne
entweder jetzt, wenn Sie es annehmen würden, oder im Nachgang einen Antrag nach dem Informationsweiterverwendungsgesetz überreichen, in dem wir die Übergabe sowohl der Parlamentsdatenbank als auch des Parlamentsspiegels inklusive aller Metadaten erfragen. Vielen Dank. Kann ich Ihnen das jetzt geben? Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Aber bevor Sie gehen, kommen Sie vielleicht gleich wieder zurück, weil nein, der Kollege Herter sich zu einer Kurzintervention gemeldet hat. Oh, mein Erster. Jetzt geht's. Herr Marsching, herzlichen Dank. Ich möchte von meiner Seite nur deutlich machen, wir teilen ausdrücklich die Kremser Erklärung, so wie sie von den Landtagspräsidenten, den Präsidenten der deutschsprachigen Parlamente unterzeichnet worden ist. Wir teilen nicht Ihre Schlussfolgerungen, die Sie in Ihrem Antrag daraus gezogen haben. Mir ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen, weil wir uns da sehr lange mit beschäftigt haben. Und wenn Sie hier versuchen, einen Dissens in der Grundlage darzustellen, dann weise ich das auf das Schärfste zurück. Herzlichen Dank. Sie können, Sie müssen nicht darauf reagieren, Herr Kollege Marsching. Ich kann nicht darauf reagieren. Sie können, Sie müssen aber nicht unbedingt darauf reagieren. Ich würde gerne einen Satz dazu sagen, und zwar, es liegt mir fern, einen Dissens zu provozieren, denn ich hätte gerne, gerade in dieser Frage Open Government, Open Data, einen Konsens, und zwar am liebsten mit allen Fraktionen hier im Landtag, die heute hier gesagt haben, dass ihnen Transparenz wichtig ist. Dankeschön.